Dann versuche ich nur einmal den Bildschirm mit Ihnen zu teilen. So, den sollten Sie jetzt sehen können. Ja, super, ausgezeichnet. Ja, dann herzlichen Dank, dass ich da heute dabei sein darf und ein paar Worte über die Geräteinitiative verlieren darf. Ich bin heute da, um Ihnen einfach einen kurzen Überblick zu geben über die Angebote, die es von unserer Seite, also ÖAD-seitig sozusagen zur Geräteinitiative Digitales Lernen gibt. Ich glaube, die Runde ist relativ klein, also wenn es irgendwelche Zwischenfragen gibt oder so, dann können wir die gerne auch zwischendurch quasi stellen. Also ich glaube, der Herr Riepel wird das dann eh quasi anmoderieren oder aufnehmen, wenn es da Fragen gibt. Also ich würde Sie da einladen, wenn irgendetwas ist, dass Sie da einfach gerne mich auch dazwischen fragen. Kurze Agenda, also ich werde ganz kurz einen Überblick geben, Geräteinitiative Digitales Lernen beim ÖAD. Ich glaube, den meisten von Ihnen wird die Geräteinitiative ein Begriff sein, aber ich werde es einfach einmal hinein starten, einen ganz groben Überblick dazu geben. Und dann einfach auch auf unsere Angebote da im Konkreten eingehen. Dann ist wieder Zeit für Fragen und also für Ihre Fragen. Und im Anschluss hätte ich auch noch ein kleines Formular vorbereitet, falls Sie ein bisschen also ein paar Rückmeldungen vielleicht für uns haben, Feedback-Ideen für uns haben, wie wir Sie noch besser im Rahmen der Geräteinitiative Digitales Lernen auch unterstützen können. Für diejenigen, die es noch nicht kennen oder für die es vielleicht doch schon länger her ist, dass sie es gesehen oder gehört haben. Also die Geräteinitiative Digitales Lernen ist eingebettet in den 8-Punkte-Plan für eine digitale Schule des BMBWF und beinhaltet quasi den Punkt 7 und den Punkt 8, digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler und digitale Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer. Diese Übersichtsgrafik zeigen wir bei unseren Webinaren auch immer ganz gern her, weil das einfach schön zeigt, was für einen Weg die Schulen seit Oktober 2020 bis jetzt im Zusammenhang mit dieser Geräteinitiative auch gegangen sind. Ich würde jetzt auf die Punkte nicht im Detail eingehen, aber ich finde, es zeigt ganz schön, es ist also auch schon ein recht langer Weg gewesen. Da sind schon einige Dinge passiert in dieser Zeit und quasi vom Aufruf zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Geräte auch tatsächlich an den Schulen ankommen, sind einige Fortbildungen passiert, es sind Steuerungsgruppen geformt worden, es sind MOOCs absolviert worden und es sind Digitalisierungskonzepte formuliert worden und es sind einfach ganz viele spannende Dinge passiert und die Schulen haben hier wirklich sich einfach auch schon sehr, sehr intensiv vorbereitet und deswegen sind wir sehr froh, dass wir da auch mit begleiten dürfen. Und auch weiterhin da jetzt Angebote auch vorbereiten dürfen, die Sie noch hoffentlich gut weiter begleiten. Das ist jetzt mittlerweile auch schon eine Grafik, die ein bisschen überholt ist, beziehungsweise zeigt, was jetzt seit Schulbeginn in diesem Jahr passiert ist. Wobei ich dazu sagen möchte, und deswegen habe ich das auch gebracht oder mitgebracht, dass diese Themen hier, quasi die Auslieferung der Geräte an die Schulen und die Inbetriebnahme beziehungsweise die Ausgabe der digitalen Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler jetzt bei vielen Schulen, also teilweise schon passiert ist und teilweise quasi gerade passiert oder in den nächsten Wochen noch passieren wird. Und dass hier einfach auch parallel die Integration ins Mobile Device Management stattfindet, dass die Erziehungsberechtigten hier die allgemeinen Vertragsbedingungen unterfertigen und dann ihren Eigenanteil bezahlen beziehungsweise sich da auch um Befreiung ansuchen und dann eben diese Geräte auch an die Schülerinnen und Schüler übergeben. Das heißt, das ist einfach auch ganz kurz für diejenigen von Ihnen, die vielleicht auch oder wo die Schule gerade vielleicht nicht an der Geräteinitiative teilnimmt, auch ein interessantes Bild sozusagen, wo stehen die Schulen jetzt gerade im Moment. Genau. Vielleicht als Überblick, 1502 Schulen, das sind Mittelschulen, AHS, Unterstufen und Sonderschulen, nehmen im Moment an der Geräteinitiative Digitales Lernen teil. Das sind von 82% in Vorarlberg bis zu 100% in Tirol und im Burgenland. Das ist sind ganz, ganz viele Schulen in Österreich, die hier an der Geräteinitiative teilnehmen. Einfach auch das für Sie einfach zum Überblick.
Und die Verteilung der unterschiedlichen Gerätetypen ist vielleicht auch ganz spannend. Also man findet all diese Grafiken auch bei uns auf der Website zum Download. Es nehmen hauptsächlich Windows, also haben sich schon für Windows Notebooks entschieden, aber 27% auch für iPads und 22% für Windows Tablets und auch refurbished Notebooks, Android Tablets und Chromebooks sind dabei. Das heißt, das ist ein sehr buntes Bild. Und damit die Schulen eben auch die Möglichkeit haben, hier nach ihren persönlichen Vorstellungen dann auch die Endgeräte im Unterricht zu integrieren. Gut, also das war jetzt quasi mal grob ein Blick auf die Geräteinitiative. Was sind die Aufgaben des ÖAD? Im Grunde unsere Aufgaben sind hauptsächlich die Kommunikation der Geräteinitiative voranzutreiben. Das heißt, Webinare zu veranstalten, Fokusgruppen zu veranstalten, wo man sich informieren kann über die Geräteinitiative Digitales Lernen oder uns eben auch Input geben kann dazu, wie wir die unterschiedlichen Zielgruppen, das sind in erster Linie eben Schulen, Lehrkräfte, Direktorinnen, Direktoren, IT-Kustodinnen, IT-Kustoden und andererseits die Erziehungsberechtigten, wo sie sich einerseits informieren können, wo sie aber andererseits auch uns Input geben können dazu, was wir vielleicht noch an zusätzlichen Angeboten auch knüpfen können, um die Schulen noch besser zu begleiten. Zusätzlich dazu gibt es unsere Website, wo wir den Anspruch haben, dass man die Informationen, die gerade relevant sind rund um die Geräteinitiative, einfach alle an einem Ort auch findet. Außerdem der Newsletter, der regelmäßig informiert über Neuerungen der Geräteinitiative, Social-Media-Plattformen des ÖAD und aber auch unsere Projektkommunikation. Damit ist jetzt gemeint, dass wir zu gewissen aktuellen, wesentlichen Themen Aussendungen verschicken an die Ansprechpersonen, die uns in der sogenannten Applikation zur Verwaltung der Geräteinitiative Digitales Lernen genannt worden sind. Außerdem haben wir, und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt für uns auch, einen Third-Level-Support eingerichtet. Das heißt, das ist die Hotline, an die man sich einerseits schriftlich und andererseits auch telefonisch wenden kann, wenn man Fragen rund um die Geräteinitiative Digitales Lernen hat. Außerdem begleiten wir das Projektteam im BMBWF im Rahmen von verschiedenen Arbeitsgruppen und haben einen Bildungspreis ins Leben gerufen, Klasse Lernen, der in Kooperation auch mit dem BMBWF und der Ars Electronica im nächsten Jahr veranstaltet wird und zu dem man sich ab nächster Woche anmelden kann. Dazu habe ich nachher auch noch ein paar Folien mitgebracht, damit ich Ihnen da einen kurzen Überblick geben kann über diesen Preis. Die nächsten Webinare, zu denen man sich auch jetzt schon anmelden kann, sind wieder Webinare, die wir in Kooperation mit CEFA Internet abhalten. Einmal technische Tipps für mehr Sicherheit im Netz. Das findet am 13.01. statt. Dann gibt es wieder auch ein Webinar mit Impulsen für Lehrerinnen und Lehrkräfte, wie sie quasi die Geräteinitiative jetzt auch in ihren Unterricht oder die Geräte in ihren, die Geräteinitiative nicht zwangsläufig, aber die Geräte in ihren Unterricht integrieren können. Und dann wird es auch wieder ein Webinar mit CEFA Internet geben, wo das für Erziehungsberechtigte gedacht ist, wo es ein bisschen darum geht, worauf kann ich als Elternteil achten, um die Geräte dann auch zu Hause, dass sie zu Hause gut verwendet werden, beziehungsweise auch, dass man vielleicht Regeln aufstellt, damit die Kinder sie eben auch nur das in dem Rahmen verwenden, in dem man zu Hause vielleicht möchte, dass sie verwendet werden. Genau, zu diesen Webinaren kann man sich jetzt schon anmelden. Da freuen wir uns natürlich, wenn Sie das tun und wir dann auch wieder einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort begrüßen dürfen. Außerdem ist im Moment eine Aussendung an die Schulen hinausgegangen. Da gibt es Plakate für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer, die dann im Schulgebäude auch befestigt werden können und hilfreiche Tipps für den Umgang mit den Geräten bereitstellen. Außerdem ist ein Folder für den Bildungspreis an Schulen ergangen und wir haben auch eine weitere Aussendung geplant, die dann im Beginn des neuen Jahres an die Schulen ausgeschickt werden wird, wo es dann einfach neue Informationen wieder zum quasi Ablauf im Jahr 2 der Geräteinitiative geben wird. Die Frage, wo Sie Antworten auf auftretende Fragen finden, haben wir auch hier auf dieser Folie für Sie zusammengefasst. Also einerseits
sind immer die FAQs auf unserer Website ein guter Tipp, um allgemeine Fragen zur Geräteinitiative beantwortet zu finden. Zusätzlich dazu gibt es den von mir vorhin bereits erwähnten Support, wo man im Grunde alle Fragen rund um die Geräteinitiative einmal hinsenden kann. Das ist digitaleslernen.oerd.at und unter der Telefonnummer, die Sie da sehen können, sind wir auch von Montag bis Freitag erreichbar. Was mir da nur immer wichtig ist, auch zu erwähnen, ist, dass Fragen zum technischen Support der Geräte für uns oftmals nicht direkt beantwortbar sind. Da müssen wir Rücksprache halten. Das heißt, das wäre super, wenn solche Anfragen insbesondere via E-Mail an uns ergehen. Und pädagogische Anliegen sind natürlich weiterhin bitte an die Bildungsdirektion auch zu richten. Und wenn es Fragen geben sollte zum Mobile Device Management, dann ist dafür jetzt auch ein expliziter Mobile Device Management Support vom BMBWF eingerichtet worden. Sie finden diese Kontaktinformationen zu diesem MDM Support auch bei uns auf der Website. Der ist direkt unter der Information zu unserem Support auffindbar. Und da muss man sich registrieren. Der ist insbesondere gedacht für IT-Kustodinnen und IT-Kustoden. Das heißt, das hilft Ihnen auch sehr dabei, eine zügige Antwort sozusagen zu bekommen, wenn Sie da auch dann diese MDM-spezifischen Fragen direkt an diese Stelle richten. Gut, dann habe ich eben, wie gesagt, ein paar Informationen zu dem Bildungspreis auch mitgebracht. Grundsätzlich ist die Zielgruppe des Bildungspreises sind Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam hier einreichen können. Also für uns ist ganz wichtig, dass das quasi kein Preis ist, wo Einzelpersonen sich darum bewerben können, sondern dass das einfach etwas ist, was man als gemeinschaftliche Aktivität im Unterricht quasi ausführt und dann eben sich auch für diesen Preis da bewirbt. Und zwar geht es dabei um den kreativen, innovativen und nachhaltigen Einsatz der digitalen Hilfsmittel im Unterricht. Der soll dadurch gefördert werden. Und der Preis wird erstmals mit dem Schuljahr 21/22 ausgeschrieben und dann im Rahmen der Verleihung des Prix Ars Electronica im September wird dann auch hier der Preis vergeben. Teilnahmebedingungen ist, dass hier die Schulklassen bzw. SchülerInnen-Teams der Sekundarstufe 1 und der 4. Klasse Volksschulen hier teilnahmeberechtigt sind. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, eingereicht wird hier als Team. Das heißt, die Lehrkraft würde dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern diesen Preis einreichen. Was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich unbedingt betonen will, auch in diesem Rahmen ist, uns ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Preis unabhängig ist vom Digitalisierungsgrad des Schulstandortes. Also es geht wirklich nicht darum, hier jetzt jene Schulen zwangsläufig, ich meine, natürlich ist das möglich, dass auch diese Schulen gewinnen, aber dass man jene Schulen auszeichnet, die jetzt schon über einen langen Zeitraum quasi sich digitalisiert haben und da jetzt schon viele Projekte auch umgesetzt haben, sondern für uns ist da auch wichtig, wirklich auf den Prozess zu schauen, den eine Schule durchlaufen hat und dass sehr wohl auch Schulen die Möglichkeit haben, diesen Preis zu gewinnen, die vielleicht jetzt erstmalig gestartet haben mit den Geräten. Das heißt, wir wollen wirklich auch jene Schulen hier zur Teilnahme motivieren, die sagen, für uns ist das alles neu, wir sind da noch sehr stark am Anfang. Bei diesem Preis wird die Jury sehr auf den Prozess schauen, den die Schule hier durchlaufen hat. Und wenn man da jetzt sich hohe Ziele steckt und die dann da auch gut belegen kann, dass man sich weiterentwickelt hat, dann ist das eigentlich das Schönste. Und dementsprechend freuen wir uns einfach, wenn da auch Schulen einreichen, die erst frisch jetzt die digitalen Endgeräte an die Schule bekommen haben. Genau, auf das würde ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Sie können das alles bei uns auf der Website nachlesen und auch auf der Website Ars Electronica. Aber wichtig sind eben, wie erwähnt, die Transformationsprozesse, die Entwicklung, die Schulen durchlaufen haben. Auch die Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang jetzt insbesondere gemeint, dass das wirklich nachhaltig am Schulstandort auch integriert wird, die Digitalisierung und der Einsatz der digitalen Endgeräte. Aber auch, dass es etwas Neuartiges ist, dass man irgendwie innovative Ansätze dafür verwendet hat. Und die Kreativität ist natürlich auch ein ganz spannender Faktor. Es wird im Rahmen des Bildungspreises ein Hauptpreis zu 10.000 Euro vergeben und zwei Auszeichnungen zu jeweils 5.000 Euro und zusätzlich werden noch 7 Anerkennungen ausgesprochen. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, wo auch mehr
mehr verschiedene spannende Projekte dann ausgezeichnet werden. Und genau das habe ich, glaube ich, vorher auch schon erwähnt, dass ab Montag ist es möglich, dass Sie sich da auch dann dafür bewerben, aber es ist der einzelne Schluss für März geplant. Das heißt, es ist jetzt auch noch Zeit, sich da Gedanken darüber zu machen, ob man da vielleicht mitmachen und etwas einreichen möchte. Genau, so viel einmal von meiner Seite. Ich freue mich, wenn es jetzt noch Fragen zur Geräteinitiative oder zu den vorgestellten Angeboten gibt, und hätte dann danach nur noch eine kurze Folie, Herr Riebel, wenn das möglich ist, um einfach auch noch einmal um Feedback zu bitten für unsere Angebote, weil wir uns halt immer auch sehr freuen, wenn uns da jemand Rückmeldung gibt. Und genau. Ja, Frau Fellm, vielen Dank für die Präsentation. Zwei Sachen. Das Erste, was uns freuen würde, ist, wenn auf Ihrer Supportfolie vielleicht auch E-Education vermerkt wird bei pädagogischen Anliegen, denn die sind natürlich jetzt einerseits vielleicht in der Bildungsdirektion angesiedelt, aber dadurch, dass wir als Initiative ja genau diese Schnittstelle bedienen, also Technik, Technologie, Digitalität und Pädagogik, sehen wir uns auch als Ansprechpartner in dieser Situation, aber ich möchte ja mal darauf hinweisen, dass wir eine sehr gute Kooperation haben, nachdem wir ja auch vernetzt sind über einige Mitarbeiterinnen, die da sich laufend austauschen. Ja, das Zweite, gibt es bisher Schwierigkeiten aus Ihrer Sicht bei der Geräteinitiative oder nicht? Dass wir einfach sozusagen auch in der Realität in Österreich einmal schauen. Ein paar Hintergründe wissen wir ja alle gemeinsam, aber was ist Ihre Wahrnehmung? Ist das sehr gut im System? Kommt es schon gut an? Braucht es noch etwas? Wie ist da Ihre Einschätzung? Das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sich sehr viel tut. Ich meine, wir haben natürlich bei uns kommen ganz unterschiedliche Sachen an. Ja, also einerseits sehr viel positives Feedback, dass Geräte sehr schnell angekommen sind und Fragen recht zügig beantwortet werden. Andererseits natürlich auch, Sie wissen wahrscheinlich, die Schulen kriegen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Geräte. Das heißt, manche Schulen fragen dann eben auch nach, wann Sie dann eben auch sozusagen an der Reihe sind. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven, die wir da zu sehen bekommen. Aber ich würde sagen, dass ich eigentlich einen sehr guten Eindruck davon habe, wie es im Moment abläuft, und dass die, dass sehr viele Schulen auch schon begonnen haben, die Geräte an die Schülerinnen und Schüler auszugeben, da teilweise auch schon quasi auch hergezeigt haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Newsbeitrag bei uns auf der Seite von einer Schule, die gefilmt hat, wie sie die digitalen Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben hat. Also von der Stimmung her hätte ich einen recht positiven Eindruck gewonnen. Ja. Wird auch sicherlich sein, wo es funktioniert. Ich weiß, dass es ein paar Punkte gibt, wo die Geräte noch nicht bereitgestellt sind, aufgrund der Lizenzen, die noch nicht zugeteilt sind. Aber ich sage mal, das sind jetzt so Anfangsschwierigkeiten, die und auch letztendlich noch nicht alle Geräte dort sind, wo sie sein sollen. Aber das sind Anfangsschwierigkeiten, die da jetzt mal existieren, aber woraus wir auch lernen können. Aber grundsätzlich ist das ja eine riesengroße Initiative und da beneidet uns auch das Ausland darum. Und glaube ich, dass es schon einen sehr starken Digitalisierungsschub auch gibt. Unser Anspruch, die Herausforderung ist natürlich, dass wir schauen, dass das dann zusätzlich zu dieser Hardware-Initiative auch eine pädagogische Initiative wird und dass sozusagen wir dann sehr stark auf den Aspekt der Unterrichtsentwicklung auch fokussieren. Wichtig ist selbstverständlich einmal, diese Basis zu etablieren, dass die Infrastruktur existiert, dass die Geräte funktionieren, dass die MDMs aufgesetzt sind und wir aber dann bei Education, mit unseren Fortbildungen genau auf diese Didaktik, auf diese Fachdidaktik, die digitale, dann fokussieren. Aber wir sind da, glaube ich, beide auf sehr gutem Weg und ich teile da Ihre Einschätzung durchaus. Gibt es irgendwie noch Fragen aus dem Publikum? Ich schaue ein bisschen in den Chat, da ist der Martin Erian. Genau, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der da noch kommt. Und zwar der DigiConcept MOOC, der hier sehr gut platzierte Maßnahme ist.
denn Schulentwicklung ist eindeutig dabei im Rahmen der Geräteinitiative. Das muss mit betrachtet werden. Und da gibt es jetzt sozusagen dann auch genau diese Dreiteilung, ÖAD, die dann sozusagen die Geräteinitiative operativ über hat, die virtuelle PH, die diesen D-Concept MOOC inhaltlich vorbereitet, und E-Education, wo wir dann operativ wieder unsere Digitalisierungskonzepte erstellen mit unserem Digi-Concept-Assistent. Also wir reden hier von einer Vielfalt an Angeboten, die eigentlich Schulen zur Verfügung stehen. Ja, war aber jetzt keine Frage von Martin, sondern ich sehe, dass das einfach der Hinweis war, aber das ist ein sehr guter Punkt, diese Werbung hier anzubringen, denn wie der Martin Bauer vorher schon erwähnt hat, sind diese MOOCs, also der Distance Learning MOOC und die Concept MOOC, der jetzt in der Neuauflage ist, die erfolgreichsten MOOCs in Österreich bisher, und das ist ja auch etwas. Ja. Ich stimme ich zu, ja. Problem sehe ich das gerade im Job, im Chatverlauf, dass sozusagen wir jetzt wieder mit dieser Lockdown-Situation konfrontiert sind, und da wird sich natürlich die Frage stellen, wie die Geräte, die vielleicht schon in den Schulen sind, aber noch nicht bei den Schülerinnen, jetzt relativ schnell zu den Schülerinnen kommen. Ich glaube, das war ein Thema, das wir auch im Vorfeld schon etwas besprochen haben. Aber das ist halt der Situation und dem Umstand geschuldet. Ja, Frau Felber, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, und ich würde mal denken, wir wissen, wo wir hin müssen, wenn wir einen Support benötigen. Super, gut. Danke vielmals. Ist es in Ordnung, wenn ich das Formular noch kurz in den Chat poste, und wenn jemand quasi Input oder Rückmeldungen oder Ideen, Gedanken hat, ja, dass wir das quasi noch mitnehmen? Da würde ich mich sehr freuen. Ich werde man sieht es hier quasi kurz, ich werde es aber gleich wieder aufhören zu teilen, weil ich glaube, es geht gleich weiter, und würde einfach nur den Link in den Chat stellen. Absolut. Super. Danke vielmals. Dank. Gut, danke. Schönen Abend noch.